Wie ist es für dich, wenn Menschen an dich herantreten und sagen, ey, so wie du das machst, das ist mir zu massiv, zu emotional. Man geht einfach so. Deswegen kommen auch so wenig Menschen, weil die sich nicht angesprochen fühlen. Wie reagierst du auf so einen Vorwurf, möchte ich fast sagen? Also zunächst mal möchte ich bezweifeln, dass so wenig Menschen da sind, weil ich mich in Aschers Leben so ausdrücke. Es sind deutschlandweit zu wenig Menschen auf der Straße, weil einfach die absolute Verblödung über das öffentlich Entrechtete stattfindet. Würden Menschen zu mir kommen und es auf so eine angenehme Art und Weise sagen, würde ich ihnen antworten, ich passe mich rhetorisch dem moralischen Niveau meines Gegners an. Ich bin sehr wohl in der Lage, mich eloquent auszudrücken. Auch eine Sache, die passiert ist, dass ehemalige Studienkommilitonen mich anriefen und gesagt haben, ist alles richtig, was du sagst, aber du könntest es ja eloquenter ausdrücken. Wo ich dann gesagt habe, könnte ich, muss ich aber nicht. Ja. Und ich stehe nicht an dem Mikrofon, um jedem zu beweisen, wie intelligent ich bin und über wie viele Fremdwörter ich verfüge. Die Menschen kommen zu mir oder ich komme zu den Menschen und ich sehe und höre, was sie erleben. Und ich sehe diese Qual, die sie in ihren Herzen tragen. Ich sehe die Angst, ich sehe die Not, ich sehe die Sorgen. Und ich habe mich sehr viel mit, ich sag mal, der ursprünglichen Demonstrationskultur in unserer Heimat beschäftigt, die ja anfing mit den Bauernprotesten unter Thomas Münzer, Martin Luther. Das waren alles Menschen der klaren Sprache. Da hat es aber richtig gekracht. Auch Rosa Luxemburg, Karl Liebknecht, Ernst Thälmann haben nicht mit Wattebällchen rhetorisch geworfen. Ja? Und, das erleben wir aber heute in der Politik. Da ist ja so eine versteckte Polemik gerade in vielen politischen Aussagen, genau, wo Menschen versucht werden, auf eine ganz subtile Art und Weise beeinflusst zu werden. Ja. Ja? Die Medien preschen das natürlich noch so ein bisschen an die Oberfläche. Ja. Und da merken es die Menschen ja gar nicht, wie sehr sie eigentlich in diese Manipulationsschleife geraten, genau, weil das eben so ein schön formuliert und brav und ja, solidarisch impfen ist Liebe. Weißt du, so eine, wo ich mir sage, Leute, ne, Solidarität ist, wenn ich jemand was gebe und ich habe kaum was. Das, ja, ist, ne, das ist menschlich, Empathie. Ja. Und das ist auch so der Vorwurf, den ich auch teilweise an unsere Gesellschaft mache, dieser Verlust von Empathielosigkeit. Mhm. Und das dokumentierst du ja schon, indem du emotional geladen die Sachen auf den Tisch bringst. Ja. Und es können sich ja meines Erachtens nur da Menschen erschrocken fühlen, die diese Sprache gar nicht mehr verstehen. Richtig. Es ist auch schön, dass du die Empathie ansprichst. Denn das ist eigentlich genau das, was funktioniert. Ich komme auf einen Platz und ich kann fühlen, was die Menschen fühlen. Und aufgrund, also ich stehe jetzt mit dir und wir reden ganz ruhig und normal. Ja. Du bist sehr gelassen, du ruhst in dir und das ist das, was bei mir ankommt. Und dann spiegle ich das. Wenn die Menschen aber da stehen und ich kann, es gab zum Beispiel auch mal die Aussage, warum muss die denn alles vom Blatt ablesen? Muss ich nicht. Wer meine Blätter sieht, weiß, dass da überhaupt gar nicht alles draufsteht, was ich auf einer Rede sage. Ich schaue nach unten, weil in dem Moment, wo ich die Menschen anschaue, würde ich anfangen zu weinen, weil ich sehe, dass ihnen die Tränen laufen, weil ich sehe, dass sie fertig sind. Das hat auch was mit Empathie zu tun. Man fühlt dann noch mehr die Traurigkeit. Ja, und ein weiterer Punkt, den ich für sehr wichtig halte. Wir sind alle, die ich kenne, auch der Sven, du, wir sind alle bemüht, immer die Friedlichkeit zu betonen und zu sagen, es darf nicht eskalieren, weil dann leiden wieder die Falschen. Es geht immer gegen die Kleinen. Das macht uns aber als Menschen ja eigentlich aus. Genau. Wenn ich von Empathie, von Menschlichkeit rede, ist ja gerade der erste Ansatz, ich muss ja erstmal Frieden in mir drin haben, um überhaupt friedlich leben zu können. Genau. Na? Ja. Und das ist ja das, was mir auch über die Jahre immer wieder widerfahren ist, wenn die sagen, ja, rechter Streber und was weiß ich, Nazi, keine Ahnung. Wo ich mir sage, wie viel Wut habt ihr eigentlich in euch, die ihr nicht anders wisst zu kanalisieren, indem ihr andere Menschen persönlich abwertet. Ja. So, das ist Und du bist ja nicht in Regierungsverantwortung. Null. Also das muss man auch mal unterscheiden. Ich beleidige keine privaten Menschen oder ich mache keine Witze über private Menschen. Da kann von mir aus jeder denken, was er möchte. Und ich habe so viele, ich sag jetzt mal, so viele verschiedene Menschen in meinem Freundeskreis. Wir ticken ja nicht alle gleich. Da gibt es sehr vernünftige Auseinandersetzungen. Und auch wenn jemand mal irgendwas sagt, was völlig daneben ist, empfinde ich das nicht als schlimm, weil dieser Mensch nicht für das Schicksal des gesamten Landes verantwortlich ist. Wenn aber Menschen, die über das Wohl und Wehe unserer Heimat entscheiden, über das Schicksal, über die Zukunft der Alten,
unserer Generation und der Jungen, dann kann ich da nicht ruhig bleiben. Und weil wir friedlich bleiben wollen, sind die einzigen Waffen, die wir haben, unsere Worte. Und ja, ich habe das mal gesagt, deswegen müssen sie scharf sein und deswegen müssen sie wehtun, weil das die einzigen Waffen sind, die wir haben. Hier kommt so ein Einwand von einem, den ich vielleicht politisch so ein bisschen links verorten möchte, ohne dem jetzt nahe treten zu wollen. Er schreibt, die, die da stehen, also die wir im Grunde, sag ich mal, in unserer Blase informieren, ja, da sind wir sowieso alle einer Meinung. Ja. Was ist mit den Menschen, die wir noch nicht erreicht haben? Mein Frauchen sagt das auch immer, ne? Uwe, du brauchst gar nicht versuchen, die Welt zu retten, weil die Welt will A, nicht gerettet werden und B, tatsächlich sind 85% einfach nur blöd. Also, sie sagt das so krass und ja, ich sage dann immer, hey, da müssen wir vorsichtig sein, wir können nicht pauschalisieren, weil jeder hat ja auch seine persönlichen Ängste und Bedürfnisse und kann vielleicht gar nicht über den Tellerrand intellektuell hinausschauen. Ja. Ne? Ja. Meine Frage ist, was sollen wir noch machen? Was sollen wir noch machen, um Menschen zu erreichen, die sich hinter den Fensterscheiben verstecken, die Angst haben, weil wir ja Rechte sind, ne? In Anführungsstrichen, weißt du, wir kriegen ja so einen Stempel aufgedrückt. Wie kriegen wir die über eine Brücke mit Brotkrumen? Also ich weiß nicht wie. Ne? Ja, also, wir sagen manchmal ironischerweise, wir müssten auf dem Marktplatz die Bratwurst for free anbieten. ja, das ist natürlich ganz billig. Ja. Das ist der Regierung vorbehalten. Ja. Also mit so billigen Methoden kämpfen wir nicht. Ich glaube tatsächlich daran und ich hoffe, dass ich den Glauben nicht verliere, weil ansonsten brauche ich mich nirgendwo mehr hinzustellen, dass wir die Menschen mit Liebe erreichen können. Und Liebe bedeutet nicht Wattebällchen und alles in Zuckerwatte. Wenn meine Kinder in Gefahr sind und ich sehe, dass meine Kinder in Gefahr sind, dann kämpfe ich. Und dann kämpfe ich wie eine Löwin. Und das ist das, was ich hier tue. Ich kämpfe für die Kinder dieses Landes. Ich kämpfe aber auch für die Alten in diesem Land. Für uns, für unsere Generation. Aber die Ursache für diesen Kampf ist Liebe, nichts anderes. Und ich hoffe, dass wir am Ende die Menschen mit dieser Liebe erreichen können. Eine andere Wahl haben wir nicht. Und natürlich über Argumente, indem wir immer wieder informieren, indem wir darüber aufklären, was tatsächlich hinter den Kulissen abläuft, was aufgedeckt wurde, was ja auch das öffentlich Entrechtete extrem vernachlässigt. Ja, also denken wir an die RKI-Files. Ja. Da wurde dann kurz gezeigt, RKI-Files, aber es wurde nicht darüber geredet, was in diesen RKI-Files eigentlich drin stand. Reden wir über das Ministerium von Habeck, das wurde so kurz angeschnitten. Reden wir über diesen Spionage-Skandal von dem Mitarbeiter von KRA, das wurde ganz groß aufgebauscht. Jetzt, wo sich herausgestellt hat, eigentlich wird es zu einem Skandal für den Verfassungsschutz, redet keiner mehr drüber. Was mit der Geschichte Gassen, Habeck-Gassen? Ja. Ja, ist auch so. Da sind ja so viele Bausteine und so viele Bruchstücke wie so eine Kopfsteinpflasterstraße, aber mit richtigen Löchern. Ja. Und genau was du sagst, deswegen bin ich auch immer so ein ja, ich möchte nicht sagen, ich hasse die Medien, weil das wäre jetzt emotional viel zu weit geführt, aber für mich sind das wirklich die Geschichtenerzähler der Lügner, so nenne ich sie. Für mich ist das Propagandamob. Genau. Und das ist eigentlich so für mich der Haustürschlüssel. Wir müssen eigentlich diese GEZ-Medien vom Arsch kriegen, auf gut Deutsch gesagt, um vielleicht die Menschen über ARD und ZDF irgendwie erreichen zu können. Weil solange die diese Programme gucken, werden sie verschwurbelt. Ja, ich habe auch mal gesagt, ich glaube mehrfach, das erste Mal, glaube ich, in Erfurt, grandiose Demo damals vorm MDR-Gebäude. Ja. Hatte ich dann danach den Spitznamen, die rhetorische Abrissbirne. Das war wirklich grandios. Und da habe ich gesagt, dass die Medien die Hauptverantwortlichen sind für all das, was passiert ist. Denn wenn sie wahrheitsgetreu berichten würden, dann wäre all das nicht möglich gewesen. Und sie haben immer noch die Chance, es zu tun. Ja. Ich stehe ja ein bisschen mit dem Jimmy Gerum in Kontakt und mit Leuchtturm ARD. Da war ich immer ein großer Verfechter und war immer der Meinung, wir könnten den GEZ-Apparat irgendwie reformieren. Da sind wir jetzt eigentlich über den Zenit drüber, müssen wir erkennen. Ja. Das heißt, es sollte eher in Richtung Bürgerfunk gehen, um das mal irgendwie so zu sagen. Ja. Das heißt, die ganzen politischen Kräfte raus aus diesen Rundfunkräten. Und da muss ich sagen, sollte die AfD auch nur ein einziges Bundesland in regierender Hand bekommen. Das ist das, was ich auch dem, wie hieß der nochmal, Sven, wie hieß der Mensch in Tangermünde? Er telefoniert gerade.
Der Siegmund, ja, genau. Von der, den habe ich gefragt, Siegmund, ob er das dann tatsächlich als erste Maßnahme initiiert, den Rundfunkstaatsvertrag zu kündigen. Medienstaatsvertrag aufzukündigen, ja. So, weil das in dem Moment würde das wie eine Rohrpost nach unten durchschlagen. Ja. Und ich glaube, das wäre für mich so die Stellschraube und eben der Haustürschlüssel, um auch gesellschaftlich tiefgreifende Veränderungen herbeizuführen. Ja, und da muss man eben auch sagen, also der Sven hat es ja vorhin gesagt, die AfD sollte natürlich auch mal über die Souveränität reden und so weiter. Na klar. Ich unterschreibe das alles. Ich bin keine Anhängerin der AfD. Ich bin auch kein Mitglied. Ich bin parteilos und ich persönlich glaube, wir brauchen Vertreter der Menschen und nicht Vertreter der Parteien. Das ist die einzige Möglichkeit. Und es hat ja auch funktioniert. Wir haben ja noch gar nicht so lange dieses Parteiensystem. Das wurde Ende des 19. Jahrhunderts eingeführt. Ja. Und wurde wie alles andere, auch wie Gewerkschaften und so weiter, hat es sich dazu entwickelt, dass es ein Pool wird von Karrieristen und Opportunisten. Ja. Genau. Ja. Ich denke aber trotzdem, wenn wir die AfD nicht gehabt hätten, hätte uns diese Drecksbrut am Ring durch die Arena geführt. Die wären noch viel perfider gewesen. Ja. Und ich glaube deswegen, dass es ganz gut wäre. Und wenn es nur aus diesem einzigen Grund ist, den du eben auch gerade erwähnt hast, zur Aufkündigung des Medienstaatsvertrages, wenn wir die AfD wählen und damit diese Leute, diese Lügner, anders kann man sie nicht bezeichnen, aus diesen Funkhäusern verschwinden und es dann eine vernünftige Berichterstattung gibt, dann kommt alles hinterher wie so ein Dominoeffekt. Genau. Ja? Dann haben die Leute die Information, dann begreifen sie auch, weil die müssen sie am Fernseher sehen und da muss oben ARD stehen oder ZDF oder was auch immer. Und wenn das dann da steht und dann dort jemand das sagt, dann glauben die das. Wir sind wieder Rufer in der Wüste, wir können das 100.000 Mal wiederholen, weil dort immer wieder was anderes erzählt wird, glauben Sie, Leute. Und dieses gesamte System wurde ja von den Amerikanern eingeführt, von den US-Amerikanern ursprünglich. Naja, eigentlich sind es die Briten gewesen, die uns, aber gut, alles gut. Technisch gesehen haben die dort gefeilt. Und wenn man sich auch mal überlegt mit diesem Begriff Verschwörungstheoretiker. CIA 50er Jahre. Ja. Genau. Unter Hilfe der größten Drecksnazis, die es in Deutschland gab, die sie über Operation Paperclip rübergeholt haben und die mit den Amis zusammen den CIA aufgebaut haben. Ja. Und dieses gesamte perfide Gehirnwäschesystem, was sich ja erwiesenermaßen im Dritten Reich als erfolgreich herausgestellt hat, dort genutzt haben. Also es ist widerlich. Es ist absolut widerlich. Ja. Ich will noch mal ganz kurz zum Schluss auf die Neigung zu Gewalt unter jungen Menschen zurückkommen. Ja. Das ist ja auch das, was mich auch selber total extrem triggert. Ja. Da kursieren ja ganz viele Videos, wo kleine Kinder sich gegenseitig da im Grunde malträtieren. Ja. Da geht bei mir immer ganz schwer die Krawatte hoch und der Hals fängt an zu pochen. Ich vermute mal und ich spekuliere, dass auch hier die Medien wieder dran schuld sind, die Kinofilme, ne? Also da darf der Böse alles niedermähen, ne? Das ist gerechtfertigt, aber also diese Gewaltverherrlichung, die wir in unserer Gesellschaft haben, diese nicht nur verbale Gewalt, sondern auch die mediale Gewalt, die uns immer wieder um die Ohren geschlagen wird und wo ich glaube, dass die Menschen oder gerade die jungen Menschen sich das unterbewusst zum Vorbild nehmen. Dass es eben nicht mehr achtsam ist, wenn jemand schon am Boden liegt, sondern da wird noch draufgesprungen. Dass es wichtig ist, dass man auf dem Schulweg jetzt schon Messer in der Tasche hat. So, ne? Das heißt also, eine massive Reform des Bildungssystems, was wir eigentlich haben, steht ja eigentlich auch auf unserer Agenda, sage ich mal. Ne? Das ist ja elementar, weil es geht ja um die nachkommenden Generationen. Ja. Und die können wir ja nur über ein empathisches Bildungssystem erreichen. Ich weiß nicht, wie ich es ausdrücken soll. Ja. Was können wir da machen? Was hast du eine Idee? Hast du eine Lösung? Wie können wir den Sumpf trockenlegen? Also wir müssten, was du gesagt hast, eigentlich müsste man so etwas einführen wie Sensibilisierungsunterricht, wo also nicht nur privat solche Bilder konsumiert werden, sondern wo man sich eine brutale Gewaltszene im Unterricht ansieht, natürlich vorher abschätzt, welche Kinder das überhaupt verkraften können und dann genau darüber redet, weil darüber macht sich ja keiner mehr Gedanken,
was dieses Opfer wohl empfunden hat, um die Empathie wieder zu schulen. Denn jeder kann sich eigentlich dort reinfühlen. Ja. Er tut es nur nicht mehr. Das weil nur noch geguckt. Das ist ja dieses Geschichte, was die Schulen gemacht haben, ne? Demos gegen rechts. Ja. Ja, da habe ich auch zwei Sachen begleitet. Sven, ich komme gleich ganz kurz. Aber das sind so eine Geschichte. Ne? Da wurden dann die Schüler sensibilisiert, ja, gegen die AfD, gegen die bösen Rechten und so weiter. Mhm. So eine linksideologische Keule, die den Kindern um die Ohren geschlagen wird, mit dem Ziel, sie eigentlich in so einem Kollektiv individuell zu vernichten. Ja, wobei sie wurden ja nicht sensibilisiert, sie wurden einfach nur Gehirn gewaschen. Es ging ja da nicht um persönliche Gefühle. Man hat mit Sicherheit keinen Überlebenden des Zweiten Weltkriegs dorthin gebracht, ja, und ihn mal sprechen lassen, wie es angefangen hat. Dann wäre nämlich den Schülern klar geworden, dass es eben nicht irgendwelche Rechten gewesen sind, sondern die Sozialisten waren, die dieses gesamte System aufgebaut, ja, haben. Und wie das eben so funktioniert mit dem Wegschauen und mit der Es-betrifft-mich-nicht-Mentalität. Und dann wäre nämlich das Ding nach hinten losgegangen. Ja. Ja? Ja. Deswegen hat man das gar nicht gemacht. Also wir müssen wirklich sensibilisieren. Was ich ganz erschreckend finde, und das ist in der Psychologie natürlich erwiesen, dass je mehr man sich solche Dinge anhört, umso abgestumpfter oder ansieht, umso abgestumpfter wird man. Ja. Da wir permanent eigentlich damit zugeballert werden, ist es völlig klar. Und das ist ja, das passiert ja nicht, weil wir das wollen. Das ist ja ein Selbstschutz der Seele. Die Seele sagt irgendwann, ich kann das nicht mehr ertragen. Ja. Also muss ich das abspalten. Und dann tut es mir eben auch nicht mehr weh. Ja? Ja. Man darf aber eben nicht vergessen, und das würde zur Sensibilisierung dazugehören, diesen Kindern zu sagen, es ist schön, dass es dir nicht mehr weh tut. Aber diesem Kind hat es wehgetan. Ja. Ja. Und das konnte sich nicht helfen. Und hättest du geholfen, hätten deine Freunde geholfen, wäre es soweit nicht gekommen. Da müssen wir wieder hinkommen. Aber dafür brauchen wir den Zusammenhalt in der Gesellschaft. Denn was ja passiert ist, dass man ja dann überlegt, na, hat der überhaupt die richtige Gesinnung? Ist der es jetzt wert, dass ich dem helfe? Ja. Diese Frage darf sich gar nicht stellen. Ja. Es ist scheißegal, ja, was dieser Mensch glaubt, denkt oder nicht. Er ist ein menschliches Wesen und deswegen hat er Hilfe verdient, ja, wenn er in der Not ist. Ja. Die Gruppendynamik. Guck mal. Darf ich? Natürlich. Guck mal, was wir vorhin hatten mit den Medien. Da darf sich jemand bei Hart aber fair hinsetzen. Darf über den Islam reden, darf über das Kalifat reden, darf über die Scharia reden. Und die ist im Rundfunkrat in Hessen, ja, und berät den Intendanten. Ja. Wenn wir so weit gekommen sind, dann brauchen wir über Medien nicht mehr reden. Da kann nur noch was verändert werden, wenn wir von unten anfangen wieder. Ja. Und da ist nach meiner Meinung dieses Souveränitätsthema immer noch das Wichtigste. Wir können hier nichts verändern, wir können hier aufklären. Da würde jemand sagen, na, wir haben doch die Opferhilfe, wir haben doch den Weißen Ring, habe ich alles schon erlebt. Mhm. Wo du hingehen kannst, die werden dir schon helfen. Echt? Aber du kannst ja erst dahin gehen, wenn es zu spät ist. Genau, es geht ja darum, dass wir verhindern müssen, dass es so das weit kommt. Genau. Ja? Aber kennen wir das nicht in unserem Land? Immer wenn es zu spät natürlich ist, immer wenn es passiert ist, dann reden wir darüber. Sven, ich hab auf mehreren Demos in anderen Orten, weil wir im gleichen Ort nicht immer dasselbe sagen, aber ich habe gesagt, diese Es-betrifft-mich-nicht-Mentalität kotzt mich so an und wir haben sie im Dritten Reich erlebt. Sie haben die Juden abgeholt, dann haben die Familien gesagt, oh Gott sei Dank, wir haben keinen Juden in der Familie, betrifft mich nicht. Dann waren die Kommunisten dran, dann waren die Menschen mit Behinderungen dran. Niemand hat sich verantwortlich gefühlt, betrifft mich nicht. Was ist am Ende passiert? Sind in die Familien reingekommen, haben die 10- bis 14-jährigen Jungs rausgeholt, als Kanonenfutter an die Front geschickt und es war keiner mehr da, der sich einsetzen konnte, weil der Widerstand so dermaßen gebrochen war, weil sich keiner mehr getraut hat, die Schnauze aufzumachen. Und das Ende vom Lied kennen wir alle, dafür bluten wir heute noch. Deswegen dürfen wir unsere Meinung nicht sagen, was völlig lächerlich ist. Wir sagen die trotzdem. Ich bin nicht Hitlers Enkeltochter. Und ich komme hundertprozentig aus einer absolut linken Ecke. Damit kommen auch viele Leute nicht klar, dass die sagen, warum stellt die sich da so hin? Ja, weil links im Ursprung, das, was die heute daraus machen, hat ja mit links nicht nichts mehr zu tun. Hatte ja damit was zu tun, verantwortungsvoll umzugehen. Denken wir an die DDR. Wir hatten Gastarbeiter auch hier. Als die Algerier kamen und haben sich bei uns in der Stadt, kann ich mich noch dran erinnern, die haben sich völlig daneben verhalten. Die sind mit dem Messer im Park gewesen, haben die Frauen belästigt. Was ist passiert? Eine Woche später saßen die alle im Flieger, wurden zurückgeschickt. Ja. Die Vietnamesen konnten bleiben. Die waren gut angepasst. Bei den Kubanern hat man aussortiert. Ein paar waren ein bisschen drüber. Richtig. Aber die Masse war auch ganz in Ordnung. Ja. Das war doch ein vernünftiger Umgang. Und die Menschen sind alle miteinander klargekommen. Man hat doch mal zusammen sich eingeladen, hat eine Feier zusammengefeiert. Alles schön, alles schick. Weil die DDR souveräner war wie heute. Es gibt so einen Einwand im Chat, Hoaxland, mein Freund, ne? Er sagt so, das ist ja alles inszeniert.
Ja, selbst wenn es alles inszeniert ist von irgendwelchen Kräften, was auch immer. Ich will da jetzt gar nicht so in die Tiefe gehen. Aber das Wissen bringt uns ja auch nicht weiter. Dass, selbst wenn wir wüssten, dass es tatsächlich inszeniert ist, wir müssen ja im Grunde Lösungen für Menschen erdenken. Du schüttelst den Kopf. Da bin ich ja auch der Meinung. Ich bin genau der gleichen Meinung wie Hoax. Und wie alle anderen. Wenn man sich das richtig ankickt, ist es ein Plan. Ja. Ist es ein Spiel, ist es ein Plan. Und der läuft. Warum kann der laufen? Weil die Menschen mitmachen. Wir machen nicht mit. Aber wir werden, wenn das so weiterläuft, die sein, und das ist böse, ist provokant, die in den Untergrund gehen. So wie wir es schon erlebt haben. In der DDR gab es auch Untergrund. Da kann ich ja nicht mehr livestreamen, ist ja blöd. Entschuldigung, im Dritten Reich gab es auch den Untergrund. Das ist doch genau das Gleiche jetzt. Wir haben nichts aus unserer Geschichte. Aus unserer Geschichte haben wir nichts gelernt. Definitiv nicht. Wir machen den Fernseher an und es kommt alles. Wir brauchen nichts mehr. Wir haben in der Corona-Krise gelernt, wir brauchen nichts. Getränke werden euch gebracht, Essen könnt ihr bestellen. Der Fernseher läuft den ganzen Tag 24 Stunden rund um die Uhr und unsere Kinder werden in den Schulen doof gemacht. Siehe PISA-Studie, siehe Unterhaltung mit je Kinder und Jugendlichen, nicht alle. Wir haben pauschal, genau. Jetzt, genau, aber, darf nicht pauschal sein. Ja. Wir haben auch viele Kinder, Jugendliche, Heranwachsende, die aufgeklärt sind, die genau das Gleiche sagen, die sich zur Wehr setzen, die auch in den offiziellen Medien oder bei Facebook, TT, wie es alt heißt, drin sind, die ihre Stimme erhöhen. Aber es ist so wenig, dass die irgendwas wollen, diesen Plan verfolgen, sagen, lass die mal machen. Lass die alle mal machen. Das ist noch nicht so, dass wir hier reagieren müssen. Das ist das Schlimme daran, dass wir so doof sind. Ich verstehe, was er sagt. Ich verstehe aber die Relevanz nicht. Es hat für mich keine Relevanz, ob es geplant ist oder ob es, wenn jetzt einer auf mich zukommt und... Dann müssen wir den Plan durchdringen, das wollen wir ja, diesen Plan durchdringen. Die Leuten den Plan mitteilen und den durchdringen und das können wir Menschen nur erleben. Für mich ist es Wurst, ob jemand aus einer völligen Überzeugung heraus mich abstechen will oder ob er sich einen Plan gemacht hat. Ja. Ich werde auf jeden Fall mein Leben verteidigen und genauso möchte ich dieses Land verteidigen, egal ob das ein Plan ist oder kein Plan ist. Und dass das Pläne sind, ich glaube, das haben wir, die wir lange drin sind. Na? Ich habe vorhin schon im Chat gesagt, einer hatte da nochmal, um das jetzt auch langsam zum Abschluss zu bringen, hatte gesagt, naja, was bringt das alles, bla bla bla. Und ich sage dann immer, wir sollten schauen, wie sehr sich Menschen eigentlich mittlerweile jetzt vernetzt haben. Deutschlandweit, in vielen kleinen Städten. Und dieser Erfolg, der wird immer so ein bisschen beiseite gedrückt. Dabei ist das ein ganz elementarer Erfolg, dass Menschen sich nämlich jetzt zusammengefunden haben, die, oh, ich gehe montags da mal wieder hin, ich gehe mal dahin. Und ich treffe Menschen, die emotional auf meiner Wellenlänge sind. Und wir packen unser Ego weg. Ja. Ganz wichtig, alle, die das machen, so wie wir müssen unsere Egos wegpacken. Weil das kann von heute auf morgen passieren, dass die Menschen sagen, es reicht. Das kann passieren, ja, bitte schon öfter. Wenn man sich die Welt anguckt, gerade in den südamerikanischen Ländern, da passiert das von jetzt auf gleich, sind die alle auf der Straße. Ausgeprägte Egos in dieser Bewegung, so möchte ich sie mal nennen, sind elementar. Die sind wichtig. Das ist das, was du auch nie hören willst, wenn ich sage, geh mal auf eine Bühne. So, die Menschen müssen dich auch sehen, auch die Leute, die 300, die da hinten stehen. Ich weiß, ich kenne deine Intention, warum du das nicht tust. Ne? Ich habe das zu Sven auch schon gesagt. Ja. Wobei die Frage dabei ist, macht man es, aber es ist dann am Ende in der Wirkung, auch egal, macht man es aus einem Egoismus oder macht man es aus einem Altruismus? Ich beispielsweise habe immer ein Riesenproblem damit gehabt und auch wenn die geklatscht haben, man kann das auf vielen Videos sehen, wo ich sage, hört mal auf mit Klatschen. Ja. Wir haben ja nicht so viel Zeit. Ich weiß aber auch, dass es für die Menschen wichtig ist, sie wollen ihre Bestätigung zeigen. Ja. Und es ist für die Zuschauer draußen wichtig zu sehen, oh, die haben geklatscht. Die sehen das auch alle so. Für die Menschen, für die Menschen ist es wichtig. Was habe ich? Nicht für die Zuschauer. Für die Menschen. Ach so, jetzt ja. Sind wir schon beim öffentlich-rechtlichen. Nein. Weil ja die Menschen am Stream zuschauen. Die natürlich. Ja, das sind Menschen. Wichtig. Natürlich. Ja. Und diese Menschen kriegen darüber auch die Bestätigung. Ja. Ein großes Ego ist niemals gut, weil es dann anfängt, widerlich zu werden. Also man sollte sich selber immer ein bisschen runterfahren. Ich hatte mal ein Interview, demokratischer Widerstand mit der Zeitung. Da sagte der Reporter zu mir, na, wie fühlt man sich denn, wenn man so bekannt ist? Und dann musste ich so lachen. Und dann habe ich gesagt, weißt du, wenn ich nach Hause komme, dann hat die Katze im Flur gekotzt und die andere hat es vors Klo geschissen. Und meine Tochter plärrt aus ihrem Zimmer, oh Mami, hast meine Wäsche schon aufgehangen? Wann ist denn endlich mein Essen fertig? Du kommst gar nicht in die Verlegenheit, irgendein Ego zu kriegen. Ja. Und du bist immer wieder mit Menschen zusammen, die dastehen, die weinen und du weinst mit denen mit. Ja. Und es geht einfach um dieses Mitfühlen, sich für andere einsetzen. Das ist das Elementarste überhaupt. Ja, weil letztendlich seid ihr beiden oder auch anderen Sprachrohr.
Ne? Ja. Also letztendlich muss man das so sehen. So eine Form von Mutmacher, das sage ich Sven auch immer. Ne? Wir müssen aus unserer Position auch vielen Menschen Mut machen. Ja. Ich würde gerne Brücken bauen. Ne? Ja. Erstmal nur, dass Menschen zusammenkommen, ja. Menschen zusammenfinden. Das ist für mich auch meine Intention, warum ich das überhaupt hier mache. Ne? Also Menschen zu motivieren, denkt einfach um eure eigene Ansicht nach. Ja. Mehr müsst ihr gar nicht machen. Nee. Einfach, ne? Ein bisschen reflektieren. Ja, einfach gucken, was ist da los, was hab ich wahrgenommen, was habe ich gesehen, was sagt der eine, was sagt der andere. Und dann schmiert euch doch euer Brot selber. Also zwingt euch ja keiner, das anzunehmen, was wir jetzt von uns geben. Sondern, ich würde gerne zu diesem, weil das war ja der Uraspekt deiner Frage, was bringt es? Ja, genau. Also wir haben es ja gesehen, die Impfpflicht war beschlossen und wurde trotzdem nicht umgesetzt. Und das hätten sie so machen können, weil die Leute auf der Straße waren. Die Gaspreisumlage war beschlossen. Damit hätten wir für die Industrie, also für die Fehler der Politik, die Industrie unterstützen müssen. Über Nacht weg und es kam die Gaspreisbremse. Ja. Es gab noch viele andere kleine Sachen. Und wir dürfen nicht vergessen, dass wir noch nicht mal im Ansatz wissen, was sie alles durchgedrückt hätten, wenn wir nicht auf der Straße gewesen wären. Ja. Und ob wir damit was bringen oder nichts bringen für dieses Land, das ist unsere Intention, weil wir keine Egos sind, weil wir sagen, wir möchten das für alle Menschen machen. Deswegen lassen wir uns beschimpfen, deswegen lassen wir uns in den Rollstuhl kloppen, deswegen laufen wir auch ohne Krankenversicherung, was auch immer. Wenn ich ein Ego hätte, hat mal jemand zu mir gesagt, da habe ich gesagt, du, wäre ich zum Grünen gegangen. Hätte ich mich dahingestellt, geile Reden geführt, die hätten mich alle gefeiert, hätte ich mega Kohle bekommen. Ist doch Schwachsinn. Wenn ich... Es passiert mehr, als wir wahrnehmen, glaube ich. Ne? Ja, wenn ich meine Augen zum letzten Mal schließe, mit dem Gefühl von dieser Welt gehen kann, dass ich alles getan habe, was in meiner Kraft stand, um diesen Menschen hier zu helfen, um den Menschen zu erklären, dass ein gesunder Nationalstolz die Voraussetzung dafür ist, dass ein Land funktionieren kann. Deswegen wird er ja auch in allen anderen Ländern unterstützt und gefördert, nur in unserem nicht. Dass daran nichts verwerflich ist, dass Deutschsein bedeutet, dass es meine Nationalität ist und dass ich stolz auf meine Nationalität sein kann. Wenn meine Kinder an meinem Grab stehen und sagen, Alter, manchmal bist du mir auf den Sack gegangen mit deinem Gelaber, aber danke, dass du dich für uns eingesetzt hast. Danke, dass du nicht aufgegeben hast. Dann ist das alles in Ordnung. Aber das Größte und das Schönste wäre, wenn wir wirklich erleben, dass sich hier etwas ändert und auch mit der Souveränität. Ich habe schon mehrfach gesagt, der beste Beispiel dafür, dass wir besetzt sind, ist, dass unsere Hampelbude in Rammstein antreten muss, obwohl man weiß, dass immer im Regierungssitz des Landes angetreten wird. Warum müssen die also in Rammstein antreten? Ja. Weil das der inoffizielle Regierungssitz dieses Landes ist. Ja. Und zwar nicht unserer Regierung, insofern wir überhaupt eine haben. Also wir müssen weiterkämpfen, wir müssen aufklären, wir müssen große Konzepte vielleicht auch mal entwickeln, wo wir dann alle zusammennehmen. Und da ist nämlich genau das, wenn dann die Egos zu groß sind, dann sagt der eine wieder, mache ich nicht mit, war nicht meine Idee, da stehe ich nicht ganz vorne. Wir müssen uns kleinster gemeinsamer Nenner und der ist definitiv Frieden, Freiheit und Souveränität, eine Zukunft für die Menschen in diesem Land und darauf müssen wir uns besinnen und dann muss es weiter vorwärts gehen. Sehr gut.